beobachte, wenn ich mich nicht sehr täusche, eine Ideologisierung der Politik an vielen Stellen, die mit den Realitäten von wirtschaftlichem Zusammenleben relativ wenig zu tun hat. Versucht, politische Ziele und Ideale vorzugeben, koste es, was es wolle, und ein ums andere Mal daran scheitert. Ist die Ideologie ein Religionsersatz an der Stelle? Ein Stück weit schon. Ein Stück weit schon. Ich liebe eine Zeile aus einem Lied von Konstantin Wecker, der einmal gesagt hat, nur die Götter gehen zugrunde, wenn die Menschen endlich gottlos sind. Den traditionellen Götterglauben, den Blitz, den können wir jetzt erklären, schwupps, schon wieder ist ein Gott tot. So ging das über die Jahrhunderte. Die offiziellen Kirchen leiden im Augenblick daran, dass die Menschen begreifen, dass nicht alles, was ihnen davor gegeben worden ist, offiziell richtig ist. Andere wählen den fundamentalistischen Weg und werden noch radikaler, so dass es einen fast ans Mittelalter erinnert. Dieses Spannungsverhältnis wird die Entwicklung der Menschheit in den nächsten Jahren und Jahrzehnten prägen. Ich habe keine wirkliche Ahnung, wie es ausgeht. Man würde sich wünschen, dass es positiv ausgeht, aber Garantien gibt es nicht. Wir haben es immer wieder in der Geschichte der Menschheit geschafft, daraus auch mächtige Katastrophen zu produzieren. Das ist kein besonders optimistischer Ausblick und eigentlich ist man so ein bisschen fassungslos. Wir haben alles in den Händen, um das Beste daraus zu machen, aber irgendwie geht es manchmal auch schief. Ja, so ist das. Und wissen Sie, ein pessimistischer Ausblick, ich würde es einen realistischen Ausblick nennen. Noch ist es Zeit, bestimmte Dinge anders anzugehen, anders zu betrachten. Man muss es dann aber auch aussprechen und man darf sich nicht nur in Euphorie hineinreden. Und das sage ich Ihnen wissend, das ist meine zutiefste persönliche Auffassung, ich persönlich habe das große Privileg und Glück, einer Generation angehören zu dürfen, die wahrscheinlich zu der glücklichsten Generation, was Lebensstandard, was Gesundheit, was Frieden angeht, in der Geschichte der Menschheit gehört. Und wenn ich einen Wunsch für meine Kinder und meine Enkelkinder und die nächsten Generationen habe, dann, dass ich mich täusche, wenn ich sage, diese Generation hat das genossen und diese Phase kommt jetzt zu einem Ende. Ich hoffe sehr, sie geht weiter auf anderen Wegen, vielleicht mit völlig anderen Technologien, als wir sie uns heute vorstellen können. Und diese Vorstellungskraft ist etwas, was ich spannend finde. Und damit kann man vielleicht ganz gut schließen. Meine Urgroßmutter, die ich nie kennengelernt habe, ich kenne, was ich Ihnen jetzt sage, nur aus den Erzählungen meiner Mutter. Meine Urgroßmutter war vor etwa 110 Jahren eine ganz einfache saarländische Bauersfrau. Die ist nie weiter als 17 Kilometer, das war ihr Fußweg zum nächsten Markt, von dem Ort gekommen, in dem ich dann auch geboren bin und aufgewachsen bin. Und diese Frau hat einmal gesagt, mit dem Blick zum Himmel, die Welt wird untergehen, wenn am Himmel Wagen ohne Deichsel fahren. Die Vorstellung, dass es etwas gibt, was am Himmel fährt, ohne Deichsel, war für sie undenkbar. Und so ist für uns manches undenkbar, was man heute doch gar nicht erahnen kann, wie es vielleicht auch in Zukunft positiv auf die Entwicklung der Menschheit wirkt. Ich habe es jetzt geschafft, mit einem positiven Satz zu schließen.